Ich will ja nichts sagen, aber dieses Warlock-Bild ist halt ein richtiger Klassiker, wenn es ums Endgame geht. Ihr friert dauerhaft die Gegner ein und müsst euch dabei halt wirklich um nichts sorgen. Der Ad-Clear ist auch wunderbar und es ist einfach perfekt für Endgame-Aktivitäten, vielleicht sogar für manche Solo-Runs. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr dieses Bild am besten spielt, dann bleibt dran und los geht's! Gehen wir direkt mal zuerst in die Subclass. Also super ist ja klar, die ganzen anderen Sachen sind auch klar. Granate habe ich natürlich die Kälteschubgranate, weil die ja dafür mit unserem Exo sorgt, dass wir zwei haben. Ganz wichtig. Dann Aspekte haben wir einmal Eisfackelblitze. Das sorgt nämlich dafür, wenn wir eingefrorene Ziele zersplittern, also zerstören, killen, was auch immer, geht so ein Eissucher, den kennt ihr ja wahrscheinlich, los und geht zum nächsten Gegner und friert den wieder ein. Dann haben wir Dämmerwächter, das ist, wenn wir unsere Granate festhalten und sie dann schmeißen, können wir dann diese Geschütze aufbauen. Und dank der zweifachen Kälteschubgranate durch unser Exo können wir damit zwei Geschütze aufbauen. Dann Fragmente, habe ich einmal Whisper des Bruchstücks. Wenn wir einen Stasiskristall zersplittern, bekommen wir eine erhöhte Granaten-Nachladerate. Das heißt, wir haben unser Geschütz auch schneller wieder ready. Dann habe ich Whisper der Gefangenschaft. Das Verlangsamen dauert länger und auch unsere Fähigkeiten halten länger. Das heißt, die Gegner sind länger eingefroren oder halt verlangsamt und vor allen Dingen unser Geschütz steht länger. Dann habe ich noch drin Whisper der Risse, und zwar, dass der Schaden und die Größe von unseren Stasis-Explosionen, also wenn wir Kristalle kaputt machen oder Gegner kaputt machen, dass es mehr Schaden macht. Und dann habe ich noch drin Whisper der Verbundenheit, und zwar sorgt es dafür, wenn wir eingefrorene Ziele zerstören, dass wir eine Sphäre der Macht machen. Das ist nicht schlecht auf jeden Fall. Dadurch machen wir ein paar mehr Sphären, das hilft uns, aber man kann natürlich noch andere Sachen reinpacken, wie zum Beispiel Whisper der Ketten, dass wir, wenn wir in der Nähe von eingefrorenen Zielen stehen, dass wir weniger Schaden erleiden. Oder Whisper der Folter, dass wenn wir Schaden kriegen, bekommen, dass wir halt eine erhöhte Granatennachlade haben. Was nochmal dafür sorgt, dass wir halt eine schnellere Granate haben. Oder, was man auch machen kann, in Kombination mit unserem wunderschönen Exobogen, Whisper des Reißens. Und zwar können wir hiermit nämlich mit Prever-Munitionswaffen, also wie zum Beispiel mit dem Bogen, erhöhten Schaden an den Kristallen und eingefrorenen Zielen machen. Teilweise sind da nämlich auch vor allen Dingen die Red Bars auf höheren Stufen, obwohl man da mehr Schüsse braucht, dann One-Tap mit dem Bogen. Und vor allen Dingen haben wir natürlich dann wieder Kristalle und können die zerschießen, dann machen die mehr Schaden und. Also das ist sozusagen ein Flex-Spot. Je nachdem, ob ihr jetzt viele Sphären machen wollt, ob ihr jetzt mehr Schaden machen wollt oder halt eher zum Beispiel ein bisschen weniger Schaden kassieren wollt, könnt ihr da ruhig wechseln. Kommen wir direkt zu der Ausrüstung und dazu halt auch zu dem Exo. Ich habe hier einmal auf dem Kopf einmal harmonischer Siphon, schnelle Stasis-Waffentodesstöße machen Sphären auch nochmal und Solarsiphon und noch einmal schwere Munitionsfinder. Dann unser Exo, was hier dafür sorgt, dass wenn wir die Kälteschubgranate ausgerüstet haben, dass wir zwei davon haben, also haben wir zwei Geschütze. Da habe ich jetzt nochmal harmonischer Nachlader drin, dass ich einfach mit dem Bogen ein bisschen schneller nachlade. Muss nicht sein, kann man aber machen. Da ich das hier leider noch nicht gemaxt hatte, hatte ich jetzt noch nicht so viel Platz. Also man kann hier auch noch andere Sachen reinpacken. Dann habe ich Einschlagsinduktion. Wenn wir mit dem aufgeladenen Nahkampfschaden verursachen, kriegen wir unsere Granate schneller wieder und Granaten-Kickstarter. Da können wir mit unseren Rüstungsladungen dafür sorgen, dass wir, wenn wir eine Granate wegschmeißen, die schneller wieder voll bekommen. Vor allen Dingen, wenn wir die letzte wegschmeißen. Ja, Brust, je nachdem, was man gerade für eine Aktivität spielt. Beine habe ich Rekuperation drin, Innovation und Absolution. Hier kann man auch ein bisschen rumswappen, dass man zum Beispiel jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt gerne lieber Solarwaffenbogen reinnehmen, da kann man das auch machen. Beißt sich halt nur ein bisschen hier mit dem Kickstarter, weil man den nicht so oft so gut nutzen kann, weil man dann halt die ganze Zeit für die Solarwaffen die Rüstungsleitung aufbraucht. Aber das kann man halt auch swappen, wie man will. Oder man kann auch hier Sphären der Wiederherstellung reinpacken. Anstatt das, das geht natürlich auch, je nachdem. Und dann habe ich noch auf dem Klassen-Item drin einmal Bomber, dann mächtige Anziehung und Verteilung. Ja, Waffen habe ich hier den richtig geilen Bogen dabei. Viele würden jetzt den bestimmt belächeln, aber ohne Scheiß, vor allen Dingen mit dem Cut auch, macht das Ding in Dämmerung richtig Spaß. Also man kann jetzt nicht übelst reinrennen, das auf jeden Fall nicht. Aber der Ad-Clear vor allen Dingen damit ist echt super. Vor allen Dingen mit den Artefakt-Mods, die ich euch gleich auch nochmal zeige. Es macht auf jeden Fall richtig Spaß, das zu spielen. Es ist kein Muss, mit diesem Bogen zu spielen, aber es perfektioniert das Bild nochmal so ein bisschen, würde ich sagen. Und dann hatte ich jetzt zum Beispiel noch die Kartesische drin und den Apex-Räuber wegen dem Spitzenreiter. So, dann habe ich hier einmal, das hier sind meine aktuellen Mods, die ich drin habe.
Was ganz wichtig ist auf jeden Fall als Artefakt-Mod ist einmal Eissäule und Hagelnder Sturm. Das sorgt nämlich dafür, zum Beispiel, wenn wir eingeschlossene Gegner töten, also eingefrorene Gegner, hinterlassen die jedes Mal einen Stasiskristall. Was nochmal dafür sorgt, dass nochmal eine Explosion mehr kommt, wenn wir den Stasiskristall zerstören und vor allen Dingen, dass wir auch eine Regeneration erhöht durch unser Fragment. Und dann habe ich den Hagelnden Sturm, der sorgt ja dafür, dass das Zersplittern von eingeschlossenen Zielen und Stasiskristallen nochmal erhöhten Schaden macht. Und vor allen Dingen geht dann von dem Zersplittern, gehen so, ich sag mal, auch nochmal kleine Sucher aus, die auch nochmal Schaden machen und auch nochmal Gegner einfrieren. Hier nochmal eben kurz, so sieht mein Warlock aus, wen es interessiert. Und das wäre so an sich das Bild, was ich so im Dämmerung spiele. Es gibt natürlich auch noch, wie gesagt, andere Sachen. Also man kann noch andere Waffen spielen, aber das ist so das Grundsetup. Und es macht auf jeden Fall richtig Bock, damit zu spielen. Schreibt mir gerne in die Kommentare auf jeden Fall, was ihr zu dem Bild sagt, ob ihr es vielleicht auch schon gespielt habt. Weil ich denke mal, das hat bestimmt schon irgendjemand gespielt. Also ich habe es jetzt nicht erfunden, ganz klar. Aber ich habe da für mich persönlich halt noch ein bisschen rumgebastelt, wie zum Beispiel mit dem letzten Fragment, dass ich da ein bisschen rumbastel, je nachdem, was ich gerade spielen möchte. Und ja, das ist auf jeden Fall ein richtig gutes Endgame-Bild. Dann lasst gerne ein Like da, einen Kommentar und vielleicht auch ein Abo. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao.